Vor über einem Jahr, genauer gesagt im Juli 2019, habe ich die Pille abgesetzt. Welche Folgen das für mich hatte, erzähle ich dir in meinem Pille-Tagebuch. Viel Spaß! Hallo, ich bin Coco vom Kanal Minimalistisch Intuitiv Vegan. Du bist beim Pille-Tagebuch gelandet. Ich habe im Juli 2019 die Pille abgesetzt und habe jetzt mit den Folgen so zu kämpfen. Wir brauchen nicht darüber sprechen, wie schädlich die Pille für den Körper ist. Ich habe sehr, sehr lange, sehr, 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 sehr lange die Pille eingenommen. Mit 14 zum ersten Mal. Mit 40 habe ich aufgehört, du kannst dir ausrechnen. Und da natürlich auch immer richtige Klopper verschrieben bekommen, weil ich grundsätzlich auch immer mit Hormonen Probleme hatte. Also das wollte man über die Pille dann ausgleichen. Diese Hormone fehlen mir jetzt. Ich habe einen Östrogenüberschuss ist wahrscheinlich im Körper und einen Progesteronmangel. Deswegen habe ich unwahrscheinlich lange Blutungen. Das ging so ungefähr vor 4 Monaten ging es los, dass sich meine Periode verlängert hat und unwahrscheinlich stark wurde. Und da bin ich hergegangen und habe angefangen, Mönchspfeffer zu nehmen. Dieses Präparat kann ich euch nicht empfehlen. Da ist Milchzucker drin. Also würde ich mir in der Form so oder so nicht mehr kaufen, weil es einfach zu schwach für mich war. Also es ist auch keine Lösung, von sowas dann mehr zu nehmen, weil da sind eben Füllstoffe drin. Kann ich dir nicht empfehlen. Wenn du Mönchspfeffer als Kraut einnimmst, ist es nochmal was anderes. Aber da bitte auch mit deinem Apotheker drüber sprechen. Aber sowas, dann die doppelte Menge nehmen, du tust dir keinen Gefallen, echt nicht. Das hat auf jeden Fall geschafft, dass ich meine Periode etwas abschwächen konnte. Aber bei der Tatsache, dass das einfach zu lange geht und ich bin jetzt bei 10 Tagen, hat es einfach nicht geholfen. Die 10 Tage sind bei mir so, dass ich 6 Tage von den 10 die Tage ganz, 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 ganz leicht habe. Ich habe sie. Ob du sie jetzt nun leicht hast oder nicht, du musst es halt aufschreiben, ne? Also diese 6 Tage, die sind nicht brisant, bin ich auch Gott froh drüber und das hat sich auch mit Einnahme von dem Mönchspfeffer so ein bisschen verändert. Aber sie sind halt einfach zu lange. Das ist immer noch außergewöhnlich zu lange. 10 Tage ist viel zu lang. Also bei mir geht es tatsächlich bis zum Eisprung, dass die Tage einfach aufhören dann. Ne? Also es ist einfach zu lang. Ich habe dann aufgehört mit Mönchspfeffer. Indirekt. Indirekt. Ich nehme Mönchspfeffer immer noch, aber in einer anderen Form und zwar in der spagyrischen Form. Was spagyrik ist, verlinke ich dir, jetzt ist der Schwabe gerade rausgekommen, verlinke ich dir unten mal im ersten Kommentar. Das sind Essenzen, die auf besondere Art und Weise hergestellt werden. Und da ist noch ein Rest drin, das ist meine neue. Die sind relativ teuer. Die werden extra hergestellt auf den jeweiligen Patienten. Es gibt natürlich schon immer so Grundsachen, die mein Apotheker herstellt, wie beispielsweise die Menstruationsprobleme, aber das reicht bei mir halt nicht aus. Da ist ein Sprühkopf drauf. Es wird in den Mund gesprüht und geht dann in den Körper über die Schleimhäute. Und das hilft tatsächlich. Das hilft wirklich. Aber auch das hat in der ersten Flasche nicht ausgereicht. Ich habe 34 Euro bezahlt. Das hängt einfach mit den zusätzlichen Sachen zusammen, die da eben drin sind. Du musst halt diese Präparate musst du halt alle bezahlen, wenn die zusätzlich in der Flasche enthalten sein sollen. Dazu spricht man eben aber mit dem Heilpraktiker oder mit dem Apotheker, der das Ganze macht. Und hier ist eine leichte Veränderung drin, das kann ich dir natürlich jetzt nicht wiedergeben, bringt im Endeffekt auch nichts. Ist aber auch Mönchspfeffer und Yamswurz und Okubaka ist mit drin. Bin jetzt bei der neuen Sache ganz gespannt, ob das ein bisschen mehr bringt für meinen Körper. Das hier ist mehr so ein nachhaltiges Helfen. Das ist kein Pflaster auf das Problem kleben, sondern das leitet deinen Körper an, wieder besser zu funktionieren. So ist ja das Hormonproblem ein Drüsenproblem und so
geht das Mittel eher auf die Drüsen ein und bewirkt, dass die halt wieder mehr Hormone ausschütten und dass das Gleichgewicht wieder mehr gegeben ist. Hat, wie gesagt, geholfen, hat aber nicht ausgereicht. Also ich bin immer noch bei 10 Tagen. Bin jetzt bei der nächsten Flasche ganz gespannt, was das bringen wird. Ich habe mich dann entschieden und auch ein bisschen informiert. Wenn du in den ersten Kommentar reinguckst, findest du auch den Beitrag zum Progesteronmangel. Und da wird auch beschrieben, welche Vitamine man einnehmen soll. Ich war ganz baff, als da dann auch stand, dass man eben Vitamin D, Magnesium, Vitamin E, Vitamin C und B6 einnehmen soll. Weil es kann auf einen Vitaminmangel zurückzuführen sein. Jetzt habe ich mal geguckt, so was ist B6, wo steckt B6 drin? Und das ist bei mir tatsächlich so ein Problemfaktor. Ich kann dir in dem Moment zu B6, ob es hilft oder nicht hilft, nichts sagen, weil ich habe erst 2 Tabletten eingenommen. Und war auch früher immer jemand, der Gerstengraspulver genommen hat. Das werde ich mir auch wieder besorgen, habe ich im Moment aber leider nicht da. Ich habe mich jetzt mal ausschließlich für das B6 interessiert, um einfach mal zu gucken, was sind 50 Tabletten drin. Was kann das innerhalb der 50 Tage? Passiert da irgendetwas? Ich werde dir darüber natürlich wieder berichten. Und das soll die Progesteronausschüttung anregen. Und da bin ich natürlich immens dran interessiert. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich einen leichten Mangel habe. Man lässt ja zwar schon immer ein Blutbild beim Arzt machen, aber bestimmte Faktoren werden einfach nicht untersucht. Und ich bin jetzt einfach mal so hingegangen, dass ich einfach mal das B6 nehme, mit Vorsicht und immer auch schön auf den Körper achten. Was sagt der Körper? Bekommst du irgendwelche Nebenerscheinungen oder so? Zu viel von B6 nehme ich definitiv nicht ein, weil zum einen ich eben Veganerin bin und zum anderen ich eben nicht jemand bin, der regelmäßig Nüsse und Co. isst. Ich bin halt auch Schilddrüsenpatientin und da muss man ein bisschen achten, dass dieses ganze hormonelle Ungleichgewicht nicht sich negativ auf meine Schilddrüse auch ausübt. Also ich habe im Moment immense Konzentrationsprobleme und ich merke halt einfach, ich bin konstant schlapp. Also wirklich konstant schlapp im Moment. Und das ist was, was gar nicht so zu mir passt. Also wirklich dann auch so schläfrig zu sein und keine Energie zu haben, das finde ich echt an manchen Tagen sehr anstrengend. Und heute habe ich auch wieder so einen Tag, wo ich mich halt einfach platt und langsam fühle vor allem und mich halt auch nicht wirklich gut konzentrieren kann. Maca wird auf jeden Fall noch ausgetestet und da bin ich auch gespannt, was Maca leisten kann. Maca habe ich schon Erfahrungen gemacht, fand ich eigentlich damals schon richtig gut. Jetzt mit dem Problem im Hintergrund interessiert es mich halt noch mehr, also was Maca leisten kann. Und wenn Maca für mich auch nicht funktionieren sollte, möchte ich akupunktiert werden, was das in meinem Körper anfange, also was mein Körper damit anfangen kann, interessiert mich halt unwahrscheinlich. Also es gibt etliche Möglichkeiten, die man noch ergreifen kann. Und wenn all das nicht funktionieren sollte, kann ich immer noch zum Progesteron greifen. Wenn meine Ärztin jetzt sagen sollte, ja, aber diesen langen Mangel ausgleichen, ist nicht so toll und so. Also ich mache das immer mit Rücksprache meiner Ärzte, die mir dann schon Bescheid geben, ob das jetzt in Ordnung ist oder nicht in Ordnung ist. Da finde ich die Schulmedizin ganz praktisch. In anderer Hinsicht finde ich sie eher wieder unpraktisch, weil man doch immer die Holzhammermethode bei verschiedenen Sachen anwenden möchte, anstatt halt den Körper dazu anleiten, dass er sich selber hilft. Und das macht eben die Dyspargyrik. Kennst du die Dyspargyrik? Das kannst du mir gerne mal unten in den Kommentaren berichten. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.